Ein trauriges Hi-Ho an meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde. Willkommen zurück zu Dwarf Fortress. Ja, ich sag trauriges Hi-Ho, weil... ja, unsere Festung ist ziemlich am Sack. Kann man so sagen. Wenn man sich das mal anguckt, hier oben liegt eine ganze Zwergenkarawane von unseren Brüdern niedergemetzelt vor unserer Festung und in unserer Festung, in unserem Burggraben. Unsere Zwerge sind alle so ziemlich am Durchdrehen. Mit Tantrums und allem, was dazugehört. Ja. Gucken wir mal, worauf das hinausläuft. Das wird jetzt nur eine kurze Folge. Sozusagen eine, ja, Feedback-Folge, will ich mal sagen. Also ich werde die Staffel nicht beenden. Ich habe zwar schon mal mit dem Gedanken gespielt, hier einfach zu sagen, ich löse das vorauf. Also mit dem Abandoned Fortress. Lass die Leute sich noch retten vor diesem Wahnsinn. Aber dann habe ich mir gesagt, nee, mache ich nicht. Wir sind Zwerge, wir gehen sterbend unter. Also habe ich mich ein bisschen zusammengerissen und habe schon mal unseren Expo-Trupp wieder aufgefüllt. So, und zwar haben wir wieder 10 Expo-Zwerge. Die muss ich nur alle noch da schnell reinpacken. Da sind wir wenigstens schon mal mit unserem Militär wieder auf dem Höhepunkt. Und ich habe extra darauf geachtet, dass ich Hauler nehme, die noch einigermaßen glücklich sind. Oh, wir haben da noch einen Passanten. Da ist noch ein Expo. So, haben wir schon mal wenigstens unsere 10 Expo-Zwerge zurück. Können das Ganze mal weiterlaufen lassen. Und kriegen schon wieder Sterbemeldungen. Ja, wir haben einen unserer Bone Maker verloren. So, ballert mal für mich da bitte die Goblins weg. Beziehungsweise wir machen jetzt mal hier auf. Und gucken dann mal. Oh, das war der falsche Lever. Cancel. Wir machen hier auf. So. Ja, was ich eigentlich ansprechen möchte, außer dass wir hier ewig viel Miasma mittlerweile produzieren. Ich könnte mal das Squad nehmen und die Order canceln. So. Na los, haut ab, ihr Goblins. Jetzt wollen die nicht abhauen, weil sie wahrscheinlich... ja, einem ist schlecht. Beiden ist schlecht. Und sie sind bewusstlos. Hm. Ja, jetzt hauen sie langsam ab. Kommt, verschwindet. Ja, hier breitet sich überall Miasma aus, weil hier überall Tote auch rumliegen. Da liegt ein Goblin. Oder ist das ein Goblin? View. Ich weiß nicht überhaupt, ob das hier ein Goblin war. Sieht jedenfalls aus wie einer, aber ihr seht aus wie Zwerge. Steht irgendwas dabei? Nö. Nur, dass hier bei Cave-Krokodil Blut rumliegt. Oh, da haben wir auch noch einen toten Zwerg. Okay, sind die Goblins am Abhauen? Ja, sieht so aus. Dann kann ich ja auch mal die andere Zugbrücke jetzt runterlassen. So. Und da müssen wir gucken, dass wir einmal den Raum hier leer kriegen.
Und dass wir die ganzen Leichen wegbekommen, die hier Miasma produzieren. Und wir werden immer noch Leute von Goblin Pikemans interrupted, ja. Die schaffen es wohl nicht wirklich hier raus aus meinem, aus meiner Festung. Okay. Das ist unschön. Oh, wir haben sogar Militärzwerge. Die sich ein bisschen darum kümmern. Was haben die, machen die Leute jetzt alle? Soldier no activity, waiting for combat. Ja, diese Jungs sehen toll aus. Howler no job, attend meeting, pick up equipment, harvest plants. Ja, da ist auf jeden Fall einer dabei, den einen Goblin noch zu töten. Auch wenn er ständig daneben schießt. Da hat einer, ist einer sauer und ehrgeizig, würde ich mal sagen. Okay. Ja, lassen wir die Zwerge am besten mal schaffen. Was sie noch schaffen können. Ich gebe währenddessen mal mit Designation und B Claim-Befehle. Wie auch immer das Essen da runtergefallen ist. Achso, da haben sich welche nach da oben gerettet. Designation B Claim. Das kann auch alles geclaimt werden. Wenn hier was ist, dann claimt es bitte. Hier kann auch Zeug geclaimt werden. Das kann alles geclaimt werden. Das kann geclaimt werden. Das hier kann geclaimt werden. Hier unten ist auch sicher Zeug, was geclaimt werden kann. So. Ja, ich will mal resümieren jetzt, nachdem ich die ganzen Sachen gemacht habe, was so alles falsch gelaufen ist. Also erstmal natürlich bei der vorletzten Invasion habe ich vergessen, diese Brücke hier hoch zu machen, die ich übrigens jetzt auch mal wieder runterlassen könnte. So, das war hoffentlich die richtige. Das müsste aber die richtige gewesen sein. Ja, Pull Lever ist active. Und überall werfen sie Tantrums, Hauler, Kinder. Ja, es sieht übel aus. Habe ich keine leeren Grabkammern mehr? Nein. Lass mich raten, da sind auch... Nö, da sind... Doch, da werden auch Merchants enttummt. Habe ich noch Burial Acceptables? Nein. Also UM, Q, Koff. Rock Coffin, 30 Stück. Ein bisschen optimistisch sein. Natürlich nur, wenn unser Leader natürlich sich dazu in der Lage fühlt. Und hier liegt auch ein Haufen verbotenes Zeug. Was geclaimt werden kann. Hier liegen noch ein paar verbotene Sachen rum. Hier nicht, hier auch nicht. Hier haben wir schon geguckt. Gut. Ja, ich will mal ein bisschen resümieren, was so schiefgelaufen ist. Also jetzt, nachdem ich mich um hoffentlich alles erstmal gekümmert habe, was wichtig ist. Also zum einen, dass die Leute das Zeug hier wegschaffen, Leichen beerdigen können und so weiter. Ach, I've fished all the fish there are, since no more fish.
Als ob wir nicht andere Probleme zurzeit hätten. Das Zeug hat alles einen Dump-Befehl eigentlich. Also müsste es gedumpt werden. Und die holen wirklich... Ja, sie müssen alles holen, was da so rumliegt. Das können wir nicht da draußen liegen lassen. Auch nicht die toten Zwerge. Tja. Also, Resümee, was ist so alles schiefgelaufen? Also, erst einmal natürlich, dass ich bei dem Angriff vergessen habe, hier hochzuziehen. Dadurch sind die Trolle einfach mal so in mein Vorrein gestürmt, anstatt hier die Käfigfallen, wie es eigentlich geplant war, zu rennen. Ja, das war menschliches Versagen. Und ein Hund wurde ermordet. Von einem Kind. Das ist auch noch so eine Sache, wenn ich mir meine Animals so ansehe. Aber wir haben noch einige Hunde. Ja, 91. Ja, wir haben noch was. Wir haben sogar einen Raben gefangen. Und einen Haufen Trolle und Goblins. Ja, die müssen wir auch irgendwie noch loswerden, wenn es so irgendwann mal so weit ist, dass wir die loswerden können. Also zurück, jetzt zurück zum Hauptthema. Nicht mehr ablenken lassen durch Schmerzensschreie. Also Hauptfehler war, dass ich vergessen habe, die Brücke hochzuziehen. Dadurch sind die Trolle reingekommen. Vor lauter Trollen habe ich vergessen, hier hochzuziehen, damit die Goblin-Armee nicht reinkommt. Das war halt einfach menschliches Versagen. Was noch so eine Sache war, ich habe am Anfang viel zu viel Zeit mit den Farmen verschwendet. Also allein schon die Plumpabit-Farm zum Laufen zu kriegen. Dadurch ist mir der Alk ausgegangen und ich musste diese Großabbauaktion machen. Ja, das war auch nicht schön. Also mit den Farben muss ich das nächste Mal das besser managen. Allgemein muss ich einiges besser managen. Also unser erstes Squad hatten wir eigentlich rechtzeitig genug. Was ist los? Ein Howler ist zum Berserker geworden. Okay. Squad A. Tut mir leid, Kumpel, aber du musst gekillt werden. Haben wir den Howler. War das der richtige Howler? Ich hoffe es mal. Ja, sonst wären die nicht wieder alle das geworden, was sie jetzt sind. Okay. Also die Anzahl unserer Leute nimmt weiter ab. Wir sind noch bei 85. Davon sind viel zu viele Kinder. Das Militär haben wir eigentlich relativ schnell hingekriegt. Ich frage mich immer noch, wie die Käfigfische hier reinkommen. Was auch natürlich blöd war, war die Sache mit dem Krankenhaus. Also besser gesagt, dass unser Armor-Zwerg ausgefallen ist. Oder unser Weaponsmith. Lebt er überhaupt noch? Ja, gerade Ragiman hat überlebt. Unser Armor-Zwerg, der nicht verletzt war, ist gestorben. Ja. Wer war das nochmal? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Muss ich mal kurz hier gucken. Obwohl, ich kann es unten bei den Gräbern gucken. Werden jetzt eigentlich Coffins, ja, die sind in Auftrag gegeben, aber ich glaube, da kümmert sich keiner drum. Also, wir haben hier einen Bone, einen Dog, einen Expo, Gaben. Expo.
Argrip. Habe ich dir wirklich den Namen so vergeben? Kann gut möglich sein. Gucken wir am besten doch noch mal bei Dead Missing rein. Bone Expo, hier müsste das dann irgendwo sein. Expo, Farmer Expo, Expo, Bone, Expo, Bone. Da, ja. Zoom Creature kann ich leider nicht. Tja, schade. Oh, und Chris, unser Mechanik, ist auch gestorben. Ja. Gut, also wir wissen, was wir was ich beim nächsten Mal besser machen sollte. Nämlich vieles, vor allem aufpassen, was ich tue, und mich nicht übernehmen. Ja, und keine eigenen, keine verbündeten Karawanen vor dem Vorsterben lassen. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, da ich unserem Vor hier leider nicht mehr so viel Zeit gebe, also wir werden bis zum bitteren Ende durchhalten. Vielleicht klappt es ja sogar, dass es doch noch wieder gut geht. Oder ich lasse einfach meinen Abo-Schüssen-Squad hier jeden erschießen. Mich eingeschlossen, weil ich gerade sehe, dass mein Leader auch schon rot ist. Also einen roten Pfeil nach unten hat. Ja, und überall sind Leute mit Tantrums unterwegs. Ja. Zur nächsten Staffel. Und zwar werde ich unter diese Folge einen Strawpoll machen. Ich weiß nämlich nicht, die Staffel hat vielleicht auf jeden Fall keine 100 Folgen. Ich gebe hier so 80 rum, bevor hier alles ganz zusammenbricht. Wir sind ja jetzt bei Folge 61 mit dieser Folge hier. Deswegen mache ich einen Strawpoll, um euch mal zu fragen, was ihr euch in der nächsten Staffel wünscht. Ob wir nochmal einen Vanilla-Fort aufbauen, wie das hier. Nur hoffentlich besser. Oder ob ich mit der Masterwork Edition anfangen soll. Und wir haben einen Braumeister, der übernommen wurde. Ja. Und zwar ein paar Worte zu der, während wir hier darauf warten, dass der sich einen... Was ist das? Ja. Er hat sich einen Quartzwurfs-Workshop geschnappt. Also ja, ein paar Worte zur Masterworks-Mod. Die Masterworks Edition, Version, wie man es auch immer nennen möchte, für Mod finde ich das eigentlich ein bisschen übertrieben, weil das ist ein Riesenpaket, das Ding. Also da kommen zig neue Gebäude dazu, neue Völker. Man kann sogar andere Völker spielen, man kann sogar, soweit ich gelesen habe, Orks spielen und Menschen. Aber wir bleiben natürlich bei Zwergen. Und es gibt auch sehr viele neue soziale Sachen. Okay, der beginnt mit seiner Konstruktion. Also zum einen habe ich gelesen, dass es jetzt Religion gibt. Also man muss den Zwergen einen Tempel bauen, damit sie beten können. Man muss ihnen Bäder bauen, weil sie sonst Krankheiten bekommen. Und solche Sachen. Also ja, sehr viel mehr neuer Schnack, der das Ganze noch schwieriger machen dürfte. Deswegen möchte ich euch um eure Meinung fragen, ob ihr schon in der nächsten Staffel die Masterwork-Mod sehen möchtet. Weil die Staffel wahrscheinlich etwas kurz kommt. Oder ob ihr nochmal eine Vanilla, also eine Staffel Vanilla sehen möchtet.
Ja, das überlasse ich mal euch soweit. Wir haben wieder einen Berserker, diesmal ein Kind. Zoom. Und das müssen wir leider wieder abknallen. Hups, das war falsch. Dida K. So. Bitte einmal töten. Ich sag ja, es drehen nach und nach alle durch. Mein Kind, das Kind killt gleich meinen Carpenter. Sir, an artifact has been completed. Really? That's good news. Let's go see it. Einen Eschenohrring. Ja, ist nicht gerade viel wert, da wird auch nicht viel dran sein. Es ist ein Eschenohrring von höchster Qualität, umrandet mit Konglomeratkabuschons und übersät mit hängenden Ringen Willow. Was war Willow nochmal? Das habe ich auch mal gewusst. Weide. Auf dem Gegenstand ist ein Bild von einer Hightwood in Esche. Okay. Läuft das Kind immer noch Berserker? Ja, und gleich schon das nächste Kind zum Berserker geworden. Okay, wenn die Kinder sich jetzt gegenseitig töten, ist das nicht so gut. Also ihr seht ja, dieses Fort, das geht langsam, wirklich langsam vor die Hunde. Aber wie gesagt, wir halten bis zum bitteren Ende durch. Also bis zur nächsten Invasion. Solange dürfte unser Essen vielleicht gerade noch halten. Trinken werden wir lange genug haben. Ja, sehr lange. Essen ist so eine andere Sache. Okay, wir haben das Kind, eine Kind getötet. Jetzt müssen wir uns noch um das andere Kind kümmern. Dieses Kind ist, dieses Kind da. Genau, da ist das Berserker-Kind. Das müssen wir leider auch abmurksen. So, sobald wir das da getötet, das Kind getötet haben. Das klingt so heftig. Wir töten ein Kind. Ja, wir schauen zu, wie das Kind irgendwelche unschuldigen Farmer. Ja. Wie das Kind irgendwelche unschuldigen Farmer tötet? Oder ist das jetzt das tote Kind? Ja, das wird das tote Kind sein. Wie sieht es mit den Coffins aus? Ja, ich stelle gleich mal schon mal ein Howler, der zum Berserker geworden ist. Leute, es geht richtig, richtig los. Wo ist der Howler? Da. So, ich stelle jetzt mal die Särge noch auf und sag noch ein paar Worte. Und zwar kann es sein, dass es ein paar Tage dauern wird, bis wieder neue Folgen kommen. Nicht einfach aus dem Grund, dass ich keinen Bock mehr jetzt habe, weil alles vor die Hunde geht, sondern aus dem Grund, dass ich etwas gefrustet war und zum Ausgleich die letzten Folgen von ja, Klopfzwerg, der verrückt spielt. Scheiße, da hat jemand meine Brücke demontiert. Wie ist das denn passiert? Ich sehe hier Sachen, baue mir eine neue Brücke dahin. So, zwar eine nach unten ausgerichtete. Ich habe nicht genug Konglomeratblocks dafür.
Also gibt mir normales Konglomerat, davon müsste ich ja. Hä? Ja, da ist Konglomerat. So, müsste ich ja noch welches haben. Wie auch immer die Brücke da jetzt verschwunden ist, ich kapier's nicht. Und Kloff ist auch gestorben. Gut. Also wie gesagt, es kann sein, dass ich ein paar... dass ich ein paar Tage... keine Folgen kommen. Weil... ja eben, weil ich ein bisschen gefrustet war von der ganzen Situation hier. Und um das Ganze ein bisschen zu kompensieren, habe ich anstatt War Fortress Folgen mal die restlichen Legend of Grimrock Folgen aufgenommen. Also ich weiß nicht, ob ich es noch rechtzeitig schaffe, noch mehr Folgen aufzunehmen, bevor mein Puffer ausgelaufen ist. Deswegen, es kann ein paar Tage dauern, bis wieder neue Folgen kommen. Und irgendwer hat mein Trade Depot abgerissen. Auch mal wieder. Wurde noch mehr abgerissen. Nein, zum Glück nicht. So, ich erlaube noch hier das Burial. So. Dann können wenigstens noch ein paar Zwerge. Beerdigt werden. Gut. Das soll es jetzt mal für diese Doppelfolge gewesen sein. Wie gesagt, ich wollte nur eine kurze Folge, ein kurzes Resümee machen. Euch darauf aufmerksam machen, dass wir vor die Hunde gehen hier. Euch fragen, wie ihr wollt, dass es weitergeht. Ob ja, ob wir in der nächsten Staffel noch mal eine, ja, wir finden sogar dehydrierte Kinder. Gut, ob wir in der nächsten Staffel noch mal eine Vanilla Mod Runde machen oder ob ich da mit der Masterwork Mod anfangen soll. In die muss ich mich aber ein bisschen reinarbeiten, sonst sieht es auch wieder gleich so furchtbar aus. Und das möchte ich dann doch lieber nicht. Und wir haben einen Lederer, der total mad geht. Wo haben wir denn den? Bist du das? Gen? Nö. Ja, wir haben Leute, die bei Melancholie getroffen, vom Link Melancholie getroffen werden und so weiter. Aber jetzt wollte ich mal kurz nach dem Lederer gucken. Die beiden sind es. Ich habe nur die beiden Lederer. Welcher von beiden ist es? Degel Nirbisma. Hä? Ich habe doch nur die beiden. Lederer. Ach nee, ich habe ja noch einen dritten eingestellt. Ist er auf der zweiten Seite? Nein, hier sind nur noch Kinder. Okay, die Anzahl unserer Leute hat sich soeben auf eine Seite verringert. Das ist auch nicht so schön. Oder ist er schon tot? Das könnte natürlich auch sein. Oder fährt er jetzt hier drunter? Nein, tut er nicht. Hier sind zwei Lederer. Kloff. Vielleicht fährt er hier gar nicht mehr drunter, weil er verrückt spielt.
Wie auch immer. So viel erstmal zu Dwarf Fortress, zu unserem aktuellen Stand. Ich werde jetzt erst einmal wieder einen Cut machen. Okay, die Brücke steht immer noch nicht. Die ist suspended worden. Auch gut, wir haben gar keinen... Ohne die Brücke haben wir keinen Zugang zu unserem Fort. Das heißt, die Leute sind da drin wirklich eingesperrt. Und die, die ausgesperrt sind, werden von der nächsten Goblin-Invasion niedergemäht. Ach, das wird noch lustig werden. Ich glaube, lang machen wir es wirklich nicht mehr. Och, natürlich nochmal Miasma. Also mit dem Miasma hier verabschiede ich mich erstmal. Und hoffentlich sehen wir uns dann gleich wieder. Also, bis gleich.